Hallo Steinbock, wie geht's? Ich bin Felix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Die vierte Woche, Monat Mai. Schauen wir mal zusammen, Steinbock. Hinter dem Deck ein König der Stäbe, Steinbock. König der Stäbe. Feuerelement, Sternzeichen Widder, Löwe oder Schütze. Ein König, immerhin, ja? Also keinen Bube, keinen Ritter, ein König. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Also hier könnte ich sogar mit der Arbeit zu tun haben, Steinbock, weil der König der Stäbe ist auch der König der Arbeit, ja? Also, wir könnten hier mit Arbeit zu tun haben oder wir müssen schauen. Also, du kannst ja für dich die Energie so anpassen, wie es für dich am besten jetzt passt, ja. Aber König der Stäbe, wow. Also, der König der Stäbe kommt zurück. Aber schau mal bitte jetzt hier, Steinbock. Schau mal bitte jetzt hier. Der König der Stäbe schaut die Herrscherin an. Schau mal diese Kombination von Karten. Also ich habe hier eine Herrscherin, einen Ritter der Schwerter, ein Rat des Schicksals und der König der Stäbe. Und beide schauen sich hier an. Es gibt hier ein Gespräch, einen sehr schnellen, abrupten, intensiven Gespräch gibt es hier. Das ist, was ich hier habe, Steinbock. Und kann das mit Arbeit natürlich zu tun haben? Ja, das kann ein Gespräch, was mit Arbeit zu tun hat. Es kommt jetzt ziemlich drauf an, aber das ist eine Situation, eine Person oder eine Situation, die du natürlich kennst. Also in diesem Bereich hier, den wir da haben, kennst du dich aus. Einen Wunschpartner und in manchen Fällen eine familiäre Situation. In manchen Fällen muss nicht mal ein Wunschpartner sein. Verstehen wir uns ja, oder? Ich meine, jeder für sich, weil es gibt hier halt diesen intensiven Gespräch hier mit einer Person. Und es kommt jetzt ziemlich drauf an. Also Steinbock, ich habe hier die Herrscherin, ja. Also ich habe die Herrscherin auf dem Tisch. Es ist nicht selbstverständlich. Ja? Die Karte der Mond. Es gibt eine Ungewissenheit hier. Ich finde es interessant, weil es handelt sich hier bei dir tatsächlich um Kommunikation. Ja? Das sehen wir ja. Ich finde es halt interessant, weil von diesem Deck für dich kam natürlich auch, die Kommunikation ist die Schlüssel. Ja? Die Kommunikation ist die Schlüssel und du wirst wissen, was das jetzt für dich heißt. Ja? Also auf jeden Fall, diese Kommunikation, die ich hier habe, ist wichtig. Ja? Ist wichtig. Heißt das für dich, es hat hier mit Arbeit zu tun? Ja. Weil hier habe ich ein materielles, etwas, was sich materialisieren soll durch eine Kommunikation. Ich hoffe, du verstehst schon, was ich meine. Also hier habe ich jetzt Vollmond in Stier. Vollmond in Stier, Neumond in Zwilling. Also deine Träume brauchen einen materielles Plan. Es muss sich materialisieren.
Ich denke, deine Träume oder deine Pläne verwirklichen sich oder materialisieren sich durch eine Kommunikation. Auf jeden Fall, die Kommunikation ist wichtig. Ja? Ich habe keine Angst. Ja? In manchen Fällen sehe ich hier Ängste, die man hier. Ja, habe einfach keine Angst. Steinbock, es wird alles gut werden. Vorsichtig mit Ängsten. Ja? Neumond in Skorpion. Interessant. Sternzeichen Krebs haben wir hier, aber Skorpion und Fische könnte nämlich auch sein. Krebs sehr, sehr präsent bei dir. Zwilling nämlich auch. Stier nämlich auch. Waage auch. Auf den Würfen kam Sternzeichen Waage für dich. Finde ich nur extrem interessant, ja. Weil momentan ist diese Sternzeichen oder die Karte die Gerechtigkeit bei fast allen Sternzeichen. Wir reden hier über karmische Situationen, sicher. Aber das ist ja ständig. Also eigentlich braucht man das nicht mehr zu nennen, ehrlich gesagt. Denn es ist schon so selbstverständlich, ja. Also es gibt hier die Karte, Waage, Sternzeichen Waage, also die Gerechtigkeit. Und Nummer eins, ja, Achtung hier, Nummer eins. Ich sehe hier natürlich einen Zyklus, das muss ich dir schon sagen. Aber darüber reden wir bei dir schon oft, das, ne, Steinbock. Nochmals, die Sternzeichen, die sich am meisten so zeigen, wie gesagt, Zwilling, Stier, Waage, Skorpion, Schütze. Schütze auf jeden Fall. Wieder Löwe. Ja, Krebs habe ich ja gesagt, oder? Also schau mal jetzt bitte hier, Steinbock, die Karte der Wagen, 10. Schwerter und einen Ritter der Kelche. Du siehst ja, also ich sehe, wie ich dir gesagt habe, die Kommunikation ist hier wichtig kommende Woche. Es gibt mehrere Karten, die sich synchronisieren, ja. Also die Kommunikation wird wichtig für dich sein kommende Woche. Egal, worüber es sich jetzt so genau handelt, aber diese Kommunikation wird doch wichtig für dich werden, ja. Weil ich habe gemischte Gefühle bei dir. Es kann natürlich sehr viel auch mit Arbeit zu tun haben. Sehr sogar. Es kann sehr viel mit Arbeit zu tun haben. Das muss ich dir schon sagen, ne? Aber eigentlich eine Arbeit eigentlich, ja, die du kennst. Also ich rede nicht über eine neue Sache, ich rede hier über etwas, die du schon kennst. In manchen Fällen, einen Bruch gab es hier, so eine Situation, ich habe 10. Schwerter. Steinbock, es kommt hier eine wichtige Kommunikation. Und eine Person kommt mit eine positive Botschaft, so will ich das halt nennen, weil Ritter der Kelche bringt ja auch eine positive Botschaft. Ja, also in Wirklichkeit sehe ich hier direkt jetzt gerade nichts Negatives. Ich meine, negativ ist diese 10. Schwerter, was mir in manchen Fällen sagt, mit dieser Situation hast du schon bereits einen Zyklus hinter dir. Ich sehe hier schon einen Zyklus. Ja? Ich sehe schon hier einen Zyklus. Was das auch immer für dich heißt. Aber von diesem Zyklus bekommst du eine Kommunikation. Von einer Situation, die du schon kennst. Ja? Und in manchen Fällen, Steinbock, deswegen diese Ängste, die ich hier sehe, ja, hat mit diesem Zyklus zu tun. Ja, die Ängste sind da, das muss ich schon sagen. Die Ängste sind schon da. Ritter der Münzen. Ich habe hier mit einem Zyklus zu tun. Ich habe hier mit einer karmischen Situation zu tun. Ja, gefordert. Starke Legung wieder mal, ne? Also, wow. Steinbock. Ach, der Kirche, tatsächlich. Ich meine, ich kann das nicht. Wir können das am Ende ja nicht vermeiden, ja? Wenn die Energie tatsächlich sagt,
Etwas von einer Vergangenheit kommt wieder in unserem Gegenwart, das können wir gar nicht beeinflussen. Wir können ja nicht beeinflussen, was anderen jetzt, wie anderen handeln. Das können wir nicht beeinflussen. Ja, wir können höchstens mit unseren Gedanken arbeiten. Also, dass wir halt ja mit unseren Gedanken arbeiten, weil manchmal ist das so, wir bringen diese Vergangenheit in unserem Gegenwart. Wir bringen diese Energie, ja, weil wir auch sehr viel daran denken, ja, weil wir in einer Heilung sind. In manchen Fällen gibt es hier auch noch eine Heilung. Und wenn man in einer Heilung ist, bis das nicht richtig abgeschlossen ist, wiederholt sich ein Zyklus oder ein Zyklus kommt immer wieder zurück. Ja. Und das ist, was wir hier haben, ne? Steinbock. Nochmals, kann mit deiner Ex-Arbeitgeber zu tun haben oder eine familiäre Situation oder in manchen Fällen sogar alles gleichzeitig. Ja? Schau mal bitte. Die Königin der Schwerter. Schau mal bitte jetzt, weil Steinbock, Minimum interessant, Minimum. In der Mitte die Gerechtigkeit. Und über die Gerechtigkeit haben wir schon ganz am Anfang gesprochen, sogar sehr intensiv, ja. Über diese Gerechtigkeit, die ständig in fast allen Lebungen kommt. Und so ist es tatsächlich. Wir haben momentan mit diesem Karma zu tun, ja. Alle, wir alle, ja. Ich meine, wie ich immer sage, wenn ich als ich jung war, mir bewusst gewesen wäre, dass Karma existiert. Na, also, wenn ich mir das bewusst gewesen wäre, hätte ich vieles vermeiden können, ja. Genau. Also ist es aber nicht so gewesen. Ich war natürlich noch ziemlich am Schlafen, ziemlich tief am Schlafen. Ja, das Ganze war mir überhaupt nicht bewusst. Was heißt das? Dass wir natürlich schon in unserer Zeit viel Karma bewirkt haben. Wir selbst natürlich auch, klar. Es sind nicht immer die anderen, ja. Es sind natürlich nicht immer die anderen, ja. Es sind wir natürlich auch selbst, natürlich. Wir spiegeln uns und wir bewirken Karma und wir treffen Entscheidungen und so weiter und so fort, ja. Also ich sehe hier die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit kommt, wenn eine Situation extrem kompliziert ist. Steinbock, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie deine Legung für den Monat Juni war, aber hier siehst du diese letzte Woche, jetzt Mai, wir reden für die letzte Woche Mai, ist die vierte Woche. Es gibt hier eine Gerechtigkeit. In manchen Fällen hast du mit Sternzeichen Waage zu tun tatsächlich, weil Sternzeichen Waage ist bei dir extrem präsent, ja. Oder du hast diesen astrologischen Chart bei dir. Aber Steinbock, die Gerechtigkeit ist da. Also das heißt für uns allen, jeder bekommt, was jeder verdient. In manche Fälle, für manche wirkt sich das positiv, für manche nicht, weil in manche Fälle nochmals, es gibt hier einen Karma, die gelöst werden muss, und so sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. In manche Fälle nicht, ich bin mir sicher. Eine Person natürlich bekommt jetzt von seinem eigenen Karma jetzt zurück. Und das ist nicht in manche Fälle, das ist sicher. Sicher, dass der eine oder der andere von seinem eigenen Karma jetzt zurückbekommt. So sind die Normen, so sind die Regeln vom Universum und so funktioniert das. Und so ist das, ja. Also die Gerechtigkeit in der Mitte bei dir ist eine starke Sache, ja, muss ich schon dazu sagen. Und das ist nicht selbstverständlich. Momentan ist die Energie nämlich so. Es gibt tatsächlich hier, wie ich dir zeige, eine karmische Situation. Es ist natürlich eine karmische Situation, ja. Und ich rede doch über einen Zyklus. Es gibt hier einen Zyklus, ja? Also einen komplizierten Zyklus erreicht ein Ende für dich, Steinbock. Also du beendest mit einem ziemlich komplizierten Zyklus in deinem Leben, was natürlich nochmals mit einer karmischen Situation zu tun hat, ja. Genau, für manche hört sich das ziemlich repetitiv oder Wiederholungssache, aber es ist einfach so. Weil einen Zyklus dauert es nicht 2 Tage. Einen Zyklus, in manchen Fällen rede ich über das halbe Leben tatsächlich. Also 50 Jahre,
Wir reden über einen Zyklus, einen komplizierten Zyklus. Ja, das ist das, die Hälfte vom Leben in manchen Fällen. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber die Energie, die ich hier habe, redet nicht für Kinder, ne? Also nicht für jüngere Menschen, tatsächlich nicht. Das ist schon für erwachsene Leute, klar. Logisch. Starke Legung, starke Legung. Schau mal bitte, was ich hier habe. Steinbock. Also Wasserelement, Sternzeichen Krebs, wie du gesehen hast, Krebs, Skorpion oder Fische, ist bei dir sehr präsent. Und ich spüre hier, ja, die Gefühle sind hier. Also die Gefühle sind schon natürlich hier. Das muss ich schon sagen. Ich meine, der Puppe der Kelche und einen Ritter der Kelche, obwohl in manchen Fällen könnte man sogar eine gewisse Unreife spüren. In manchen Fällen habe ich sogar hier ein Kind, ja? Also, in manchen Fällen ist das hier ein Kind. Oder eine jüngere Person, jünger als du. Die Sache ist nur, man spürt hier schon die Gefühle, die Liebe ist schon hier. Ja? Also, und ja, ich spüre hier eine Versöhnung, ja? Ja, eine Versöhnung. Also eine Person jetzt natürlich bekommt Klarheit oder Licht oder wie auch immer. Und diese Person möchte es wieder gut machen oder möchte sich versöhnen. So eine Situation gibt es hier. Die einzige Sache, die ich hier kompliziert sehe, Steinbock, ist diese 10 der Schwerter. Diese 10 der Schwerter ist natürlich nicht leicht. Ja. Also wir wissen ja, dass auf einer Karte diese 10 der Schwerter zu sehen, sieht ja praktisch aus, ganz leicht, aber das ist eine schwere Sache. Ja? Und nur die Menschen, die das hier hinter sich haben, wissen schon, was das heißt. Also hier habe ich schon einen ziemlich komplizierten Zyklus tatsächlich, einen komplizierten Zyklus. Und das haben wir auf dieser Karte auch gesehen. Ja? Also das ist auch hier. Es gibt einen komplizierten Zyklus. Ja? Ich spüre hier eine Person, obwohl diesen Zyklus so kompliziert war, es gibt hier eine Person, die sich in manchen Fällen entschuldigen möchte oder sich neu versöhnen möchte. So eine Situation gibt es hier. Und da die Situationen so verschieden sind, es kann für jeder von uns anders reden. Aber dass ich hier mit so einer Versöhnung zu tun habe, ja, tatsächlich. In manchen Fällen ist das ein Kind von dir, ja. In manchen Fällen ist dein eigenes Kind, erwachsenes Kind, verstehen wir ja. In manchen Fällen ist das ein Altersunterschied. Und wenn das nicht so ist, diese Person zeigt sich unreif, ja. Und die Person kann von mir aus 60 Jahre alt sein. Aber die Person zeigt sich unreif. Steinbock, ich sehe für eine Gruppe sogar eine Trennung, eine Scheidung tatsächlich. Wenn diese Situation noch nicht geschehen ist, eine Person ist hier stark am Nachdenken. Stark am Nachdenken. Ja. Die Gedanken sind hier sehr, sehr präsent. Ja. Also ich spüre hier schon eine wichtige Unterschrift. Ich spüre hier schon eine, so eine Situation gibt es hier. Es spricht nicht für allen gleich. Nein, natürlich nicht. Aber das Gefühl ist hier. Von einer, so eine Situation, was mit der Familie. Also 10 der Münzen spricht ja für die Familie. Ich habe hier eine familiäre Situation. Und die sind sowas für unterschiedlich. Ich kann mir nicht in alle Situationen jetzt reinstecken. Aber hier gibt es schon eine familiäre Situation. Diese familiäre Situation bei dir, Steinbock, in manchen Fällen hat mit einem Eigentum auch zu tun. Eigentum könnte man hier sein. Sonst einen Erbe. Aber ich sehe hier diese Situation von Familie, Eigentum, Reichhaltigkeit oder Geld. Eine Situation, was mit Geld zu tun hat. Ja. Es kommt schon eine Kommunikation diesbezüglich. Auch. Und das ist, was ich hier sehe. Die Kommunikation in manchen Fällen, wie gesagt, ist da. Also,
Steinburg. Es gibt so eine Situation hier. Wir hatten bei dir natürlich im Monat Juni, jetzt wo ich mich daran erinnere, also eine Stargelegung auch gehabt. Es kam nämlich auch so eine juristische Situation, in manchen Fällen auch, was mit Eigentum zu tun hat. Also das habe ich sogar betont, da in dieser Legung für den Monat Juni, dass wir in manchen Fällen für dich auch mit so einer Situation, eine familiäre Situation doch, aber was mit einem Erbe oder Eigentum zu tun hatte. Ja, so eine Sache sieht man doch da. Es gab so eine juristische Situation. Diese juristische Situation zeigt sich nochmals hier. Es gibt hier wieder diese Situation. Ja, also hier sieht man Familie, Kinder und alles. Genau. Schwestern, in manchen Fällen natürlich auch. Deine eigene Schwester. Wenn wir über einen Erbe reden, natürlich ist das deine direkte Geschwister, also dein Bruders, Schwestern und so Sachen. Das meine ich jetzt mit Familie auch. Also so eine Situation gibt es hier. Steinbock, ich sehe schon hier eine Art von Versöhnung oder sonst sogar Heilung. Und schau mal hier, welche Karte auch gekommen ist. Jetzt, wo ich über Heilung rede, mit der Karte die Mäßigkeit. Übrigens, Sternzeichen Schütze, ja, hier sehr präsent bei dir. Schau mal, die Karte, es ist Zeit zum Heilen. Zeit zum Heilen, einfach, ja. Zeit zum Heilen. Und hier habe ich natürlich die Mäßigkeit. Und Ritter der Münzen, Vier der Schwerter. Ich sehe schon hier eine Heilung, gell? Für manche, die krank sind oder krank waren oder die eine Krankheit da ist. Es gibt hier eine Heilung. In manchen Fällen von einer Person deiner Familie. Also wenn du mir sagst, also das bin nicht ich direkt, sondern meine Mutter, meine Schwester oder so eine Sache, ja, weil ich habe hier eine familiäre Situation, dass da eine Person jetzt krank war, sehr krank war. Es gibt hier eine positive Nachricht. Also Steinbock, es ist ja wahr, ich meine, du merkst ja, ich brauche meine Zeit zum Nachdenken, ja, weil, ja, also ich spüre hier, wie gesagt, das Wort hier gerade in dieser Kombination von Karten ist tatsächlich Versöhnung. Ja, also das Wort Versöhnung ist hier schon zu sehen. Und eine Situation, die mit Zeit verbunden ist, also irgendetwas ist hier mit Zeit verbunden, mit sehr viel Zeit, ja. Eine Situation, die man sogar heilen musste. Ich rede über eine Heilung tatsächlich. Und schau mal bitte jetzt hier, Steinbock. Die Karte der Versöhnung ist nämlich auch da. Ja, Gespräche auch und ja, diese Situation ist nämlich hier. Ja, ich sehe hier schon so eine Situation, die nicht unbedingt leicht ist. Das sage ich dir. Also leicht ist das nicht. Natürlich kann man sagen, ja, ich meine, ich möchte in meinem Frieden sein. Also ich möchte in meinem Frieden sein und bleiben. Und natürlich, ich habe nichts gegen dich. Ja, ich bin in meinem Frieden. Ja. Ich bin sowieso nicht Gott, damit ich dich verzeihen oder vergeben kann. Das kann nur Gott machen. Aber natürlich, mit mir ist alles okay, alles in Ordnung jetzt, ja. Ich habe schon auf meine Weise mich selbst auch verziehen und vergeben. Aber ich möchte mit der Person trotzdem nichts zu tun haben. Ja, also, was ich meine ist, jeder, also es gibt so eine Situation hier, wenn wir jetzt über eine Versöhnung reden, weil diese Zendeschwerter und die Gerechtigkeit in der Mitte plus diese Kombinationen hier, die ich sehe, Steinbock, sind nicht leicht, ja? Sind nicht leicht. Ich weiß nicht, was das ist, aber leicht ist das hier nicht, ja? Wenn eine Person jetzt mit dir wieder zusammen möchte oder so, meine ich jetzt, ich weiß nicht, ich zweifle, dass du da wieder
mit einer Person zusammen möchtest, wo du schon so eine große, komplizierte Enttäuschung hattest. Und ich rede über viel Zeit. Schau mal, die Nummer 10, 10, 10 wiederholt sich. Ich rede über einen Zyklus natürlich. Ich rede über eine Veränderung. Ja, so eine Situation gibt es hier. Und nochmals, es ist alles verschieden. Es könnte hier so eine Scheidung sein. Mittlerweile, ja. Wo Kinder und alles zu sehen ist. Sogar einen Umzug. Eine Person ist jetzt umgezogen. Ist eine familiäre Situation. In manche Fälle durch eine Krankheit sogar. Ja, dass man hier manche Veränderungen machen musste und es hat auch mit einer Krankheit zu tun. Und deswegen auch einen Umzug. Ja? Also Steinbock, was ich aber sehe, ist doch ein positives Ergebnis mit diesem Ritter der Kelche. Ich spüre nicht hier nichts unbedingt Konflikten jetzt, ja? Das ist die Energie für dich für kommende Woche jetzt. Einen Ritter der Kelche. Und die Person hier, es kommt jetzt drauf an, wer die Person ist, bringt dir auch Blumen und in manchen Fällen nochmals, die Versöhnung zeigt sich hier. Ich kann es nicht ändern. Erzengel Michel sagt uns aber, diese Situation ist bereits gelöst. Ja, also es gibt eine Situation hier, eigentlich, die bereits gelöst ist, weil es gab hier schon ein Ende, ist bereits gelöst. Natürlich ist auch gut, wenn Menschen sich entschuldigen oder sich versöhnen möchten. Das ist auch gut, weil was will man in diesem Leben, was will man diesem Leben verlassen mit irgendeinem karmischen Situation, die nicht gelöst ist? Das will man nicht. Ja, also man möchte schon alle karmischen Situationen, die man in diesem Leben hat, hier und jetzt lösen. Ich brauche meine Zukunft, meine Vergangenheit nicht mitschleppen. Und überhaupt gar nicht in meinem nächsten Leben. Also wenn eine Person zu dir kommen möchte und sich entschuldigen möchte, die Legung kann sich ja natürlich spiegeln. Wenn das so ist, natürlich gerne. Also es ist alles okay. Also man kann ja, die Situation mit Kommunikation auch noch lösen. Aber eigentlich. Eigentlich, das ist ja alles. Ne? Schau mal, ich sehe hier viele Kinder. Deine Kinder werden von Engeln beschützt. Kinder sieht man hier. Kinder sieht man hier. Kinder sieht man natürlich hier. Ich sehe viele jüngere Menschen. Ja? Also klar, wir reden über die Familie. Aber ich sehe nämlich auch das Wort Angst, muss ich dir sagen, oft das. Lass die Angst los jetzt. Und arbeite an deine Ängste. Also das Wort Angst ist hier schon zu spüren, ja. Klar, das hat mit unserem Ego zu tun, also unsere Gedanken, ja. Oder unsere Generationen, vorherige Generationen, unsere Vorfahren, also diese Ängste, die wir haben, gehören uns gar nicht. Das hat mit uns eigentlich nichts zu tun. Das tragen wir mit uns, aber das hat mit uns nichts zu tun eigentlich. Angst existiert auch nicht. Und das ist so kompliziert, dieses Gefühl, weil klar, erstmal muss einer bewusst werden. Mir muss erstmal bewusst werden, dass das tatsächlich so ist. Wenn ich das erstmal höre und mein Gehirn das auch bearbeitet, speichert und bearbeitet, kann ich vielleicht auch auf diese Heilung kommen, die wir hier für dich haben. Steinbock, es gibt hier eine Zeit zum Heilen tatsächlich und das sehe ich nämlich hier. Und das nimmt Zeit. Ja? Das nimmt Zeit. Ja? Also nicht von wegen, jemand denkt hier, in 2 Wochen kann ich heilen. Nein. Es kommt ziemlich drauf an, es kann bis 4 Jahren gehen. Und das Universum kennt ja nicht von Zeiten. Ja, Zeit ist nur für Menschen gemacht, aber das Universum kennt ja nicht von Zeiten. Aber eine Heilung kann nämlich Zeit nehmen, natürlich. Und wie gesagt,
Aus eigener Erfahrung rede ich, aber das kann ziemlich viel Zeit nehmen. Tja, also Minimum, tatsächlich 4 Jahre, natürlich, ja. Und die, die mich hören, wissen schon, was ich meine. Also ich spüre hier diese Situation, die du wirklich mit dir arbeiten musst, Steinbock, ja. Und glaube mir, ich verstehe dich hundertprozentig, ja. Dieses Gefühl in einer, was mit Angst zu tun hat, die sehr drin ist, das ist nicht so leicht, nein. Aber wichtig ist, dass einer bewusst wird, dass es so ist, dass das da ist, dass ich mit mir selbst mir bewusst bin und dann für mich denke, warum, ja? Ja, das brauche ich gar nicht. Das ist nur in meinem Kopf und das hat mit meiner Wahrheit gar nichts zu tun oder mit meiner Realität. Und damit peu à peu, jeden Tag ein bisschen, weil das nimmt Zeit, tatsächlich. Es gibt hier eine Arbeit zu machen, ne? Aber eine Arbeit mit dir selbst, mit dir selbst. Und ich rede hier für Menschen, die natürlich in manchen Fällen mehrere Leben hinter sich haben und diese Ängste Leben für Leben mit sich schleppen. Es ist keine leichte Sache, nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Denn in manchen Fällen benötigt man natürlich Hilfe von außen, ja, also von Menschen, die sich hier auskennen, ja, mit irgendeiner Therapie, die da, ja, und das ist tatsächlich so. Ich meine, das ist eine Tatsache. In manchen Fällen, das kriegt man selbst allein nicht weg. Und wenn man das versucht, es dauert nochmals Jahren und Jahren. Und ich rede aus eigener Erfahrung, ja. Also es ist halt so, aber Steinbock, ich sehe hier bei dir nochmals eine ziemlich komplizierte Sache. Nur du weißt, wie dein Leben ist, wie es war und überhaupt. Ich sehe hier einen klaren Zyklus. Einen Zyklus, der in Wirklichkeit beendet ist, eigentlich so bleiben sollte, und du einen neuen Zyklus anfangen solltest. Also, das ist, was ich hier spüre. Es kommt in manchen Fällen eine Lektion auf dich zu, nächste Woche. Eine Prüfung wird nochmals kommen. Es ist wichtig, dass du diese Prüfung bestehst, Steinbock. Ja? Es ist wichtig, dass du diese Prüfung bestehst. Ich meine, wenn du es nicht bestehen solltest, gut, kein Problem. Brauchst du noch ein bisschen mehr Zeit. Aber es gibt hier eine Sache, die du schon kennst, eigentlich schon mehrere Lektionen in dieser Situation hast. In Wirklichkeit oft das durch diese Prüfung gegangen bist und immer wieder nicht bestanden hast. Es wird schon Zeit tatsächlich, dass du mit diesem Zyklus einen endgültigen Ende machst. Und eine Lektion endlich mal bestehst. Es ist sehr wichtig, damit du weiter deinen Weg gehen kannst, deine Heilung weiter machen kannst und ja, was anderes anfängst. Ja, also diese Heilung ist nötig. Ja. Ich sehe hier eine Heilung. Ich sehe auch eine Karte, wo steht: schütze dich von da aus. Sternzeichen Schütze tatsächlich stark präsent bei dir. Aber schütze dich nämlich auch, Steinbock. Also du willst wissen, was das ist. Ich meine, du weißt schon, was los ist hier von da aus. Positive Gedanken führen zu positiven Resultaten. Nochmals, die Energie zeigt sich positiv für dich, ja. Du weißt ganz genau, von welchen Menschen du dich schützen solltest, ja. Ich sehe hier eine Person, die in manchen Fällen eine geografische Distanz mit dir hat. Eine Person, die in manchen Fällen durch die Arbeit mit dir einen Kontakt hat. Also, dass diese Person, du die Person, entweder zusammenarbeitest oder die Verbindung ist da, so eine Situation. Oder sonst eine Person, die wegen Arbeit hier und her am Verreisen ist. Ich sehe nämlich diese Situation von Reise hier. Diese Person, es gibt hier eine Person, die nochmals sich versöhnen möchte. In manchen Fällen sogar nochmals eine Scheidung, Trennung sehe ich hier. Es gibt hier eine Prüfung, kann ich dir nicht anders sagen, ja. Und diese Prüfung werde ich eine andere Note rausbekommen als du, weil ich eine andere Erfahrung brauche als du. Also von da aus, die Noten sind verschieden für uns alle.
Und das heißt aber nicht, du bist besser als ich, weil du eine bessere Note hast als ich. Nein, es heißt nur, dass du eine bestimmte, dass ich noch eine bestimmte Erfahrung brauche, die du nicht mehr brauchst. Von da aus, ja, es ist einfach so. Ja, es tut halt einen leid, dass Menschen noch komplizierte Situationen mitmachen müssen, aber das ist einfach so, können wir nicht ändern. Also Steinbock, naja, du wirst mir schon erzählen. Das ist meine Übersetzung hier. Und das ist meine Übersetzung. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Feiertag heute. Ja, einen schönen Feiertag. Vatertag nämlich auch. Alles Gute. Und bis bald. Danke für deine Likes und für deine Abos. Steinbock, bis bald. Tschüss.